Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Sünd in Libertalia eine echte Gefahr. Gut, dass er wieder da ist, wo er hingehört. Und damit auch moin moin und herzlich willkommen zur Folge 154 Fallout 4. Kurz mal Luki Luki machen. Und zwar sind wir bei der Quest Aktivierung. Und ich muss hier an so einer am Meeting teilnehmen. Ist ja wie im Büro. Alle nasenlang Meeting. Falls Sie bemerken, dass Chemikalien austreten, alarmieren Sie bitte umgehend die Abteilung Anlagen. Okay. Unit X688 spricht in höchsten Tönen von dir. Ich könnte mit Vaters Wahl. Darf ich dich als Erste willkommen heißen? Wir freuen uns auf die Arbeit mit dir. Welche Art von Arbeit steht denn genau an? Normalerweise begutachtet und genehmigt das Direktorat die Forschung in den Abteilungen. Heute sind wir aber aus einem anderen Grund hier. Heute sind wir hier, weil es Zeit wird, sich endlich zu erheben und für uns selbst einzutreten. Nicht so dramatisch, Justin. Daran ist nichts dramatisch. Wir sind in der Position, etwas zu bewegen und zu behaupten. Darüber haben wir immer wieder geredet. Wer es noch nicht mitbekommen hat... Offensichtlich gibt es im Commonwealth Gruppen, denen die Ziele des Instituts nicht gefallen. Da der Reaktor in Betrieb ist, können wir nicht nur die Synth-Produktion erhöhen, sondern auch wesentlich mehr Macht ausüben. Der Reaktor wird das Leben aller verbessern. Das ist eine große Leistung. Ja, aber es ist nicht nur das. Das Direktorat hat beschlossen, dass Schritte nötig sind, um unsere Sicherheit auf lange Frist zu garantieren. Sprechen wir es doch einfach aus. Das Direktorat hat beschlossen, dass die Railroad und die Stählerne Bruderschaft vernichtet werden müssen. Als zukünftigen Direktor wollten wir dir unsere Entscheidung mitteilen und deine Gedanken dazu hören. Also, was meinst du dazu? Wenn das sein muss, halten wir die Gewalt möglichst gering. Wir wollen das Commonwealth nicht zerstören. Natürlich. Es bestand nie die Absicht, mehr Schaden als nötig anzurichten. Als Direktor entscheidest du, wohin wir unsere Anstrengungen lenken. Wir würden gern wissen, welche Richtung wir einschlagen sollen. Erhöhen wir die Synth-Produktion oder konzentrieren wir uns auf die Waffenentwicklung? Noch mehr Waffenentwicklung, ach. Weißt du was? Entscheide du. Überrasch mich. Okay, ich denk mir was aus. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das wäre erstmal alles. Ich glaube, Vater möchte sich mit dir nach der Besprechung noch unterhalten. Wenn du unsere Regeln und Richtlinien befolgst, könntest du wirklich der nächste Direktor werden. Entschuldigen Sie bitte, ich habe... Entschuldigen Sie bitte, ich habe eine dringende Nachricht für Z114. Ihre Quartiere wurden überflutet, Sir. Es besteht die Gefahr enormer Schäden an Ihren Habseligkeiten. Kannst du mir genaueres dazu sagen? Einige Ihrer wertvollen Besitztümer von der Oberfläche sind in ernster Gefahr. Um unnötige Tragödien zu vermeiden, sollten Sie Z114 aufsuchen, umgehend. Aha. Sehr schön. So. Das ist ja dann mal verdeckt im Untergrund. Dann machen wir mal die Endstation aus und machen verdeckt im Untergrund weiter. Wir machen große Fortschritte. Weil ich will ja schließlich den Weg der Railroad jetzt gehen. Wir fühlen uns geehrt, Sie willkommen zu heißen. Nee. Albern. Wo ist er denn?
Also auf alle Fälle nicht hier. Oh, hier in dem Institut ist das aber auch ein Gerenne. Nee, noch weiter hoch. Was? Mann. Warum hat R5 so lange gebraucht, sie zu erreichen? Wir müssen jetzt handeln. Die stählerne Bruderschaft hat den Unterschlupf der Railroad entdeckt. Was ist passiert? Eine Freundin, die im SEB tätig ist, hat etwas gehört. Sie hat eine Nachricht nach draußen geschmuggelt. Die Bruderschaft kennt das Versteck der Railroad. Im Moment können wir dazu nichts weiteres herausfinden. Schon die Übermittlung dieser paar Worte hat sie in große Gefahr gebracht. Ich werde Sie sofort warnen. Danke. Ich hatte mir für die Organisation unserer Rebellion mehr Zeit erhofft. Aber uns geht eindeutig die Zeit aus. Sichern Sie die Railroad gegen die Bruderschaft ab und sagen Sie Ihren Leuten dann, dass wir bereit sind zu kämpfen. Gehen Sie jetzt. Na denn. Ab ins Hauptquartier. Und eine Warnung aussprechen. Das hat was Dringendes für dich. Ja, ich auch. Laut meinem Unterschlupf ist Malden sauber. Gut, dass du mich nicht gebraucht hast. Der Neuaufbau braucht Zeit. Aber wir haben die Männer und Frauen, um es zu schaffen. Die Rebellion von Z1 ist bereit. Aber es gibt ein großes Problem. Die Bruderschaft ist auf dem Weg hierher. Was? Wovon redest du überhaupt? Du lebst noch. Ich komme noch rechtzeitig. Mein Gott! Schnell, nimm das hier. Tom hat es für dich gebaut. Oh. Denke mal, du wirst es brauchen. Alle anderen, bereit machen zum Aufbruch. Bruderschaft im Anmarsch. Zack, verdeckt im Untergrund. Verteidigungsposition einnehmen. Unterstützt Glory in den Tunneln. Bewegung! Die Bruderschaft! Bewegung! Oh Gott! Verdammt! Haben die uns nur gefunden? So, ein paar Gleisbolzen. Was? Ach, Lockmeat, komm her. Na, der braucht jetzt kein Stimpack mehr. Super. Ich hätte ihm eins gegeben. Niemand mehr rein oder raus. Die Bruderschaft ist in den Katakomben. Glory kümmert sich um sie. Keine Ahnung, wie lange sie das noch durchhält. Das? Ist das das Lasergewehr? Cool.
So, schnacken wir mit ihr nochmal eine Runde. Hey, so geht. Des passt schon auf uns auf. Das macht sie immer. Wir nein, sind praktisch. Nein, nein! Die Katakomben sind jetzt so unser einziger Weg hier raus. Bisher hatten wir Glück. Noch ist niemand gestorben. Doch. Deine Warnung hat uns gerettet. Einer. Dem Himmel sei Dank. Du und genau die anderen helft Augen. Glory. Gewinnt diesen Kampf. Sonst sind wir alle tot. Was zum Teufel ist hier los? So, Dogmeat, komm, sichern wir die Kirche. Ich mache mich erstmal schnell auf 100%. Ich habe hier wieder ich nehme Redaway und zack. Nehmen noch ein paar aufbereitete Wasser. So. Macht es einfach genau wie bei den Übungen. Dann wollen wir mal die Kirche sichern. Yeah. Ein bisschen rumballern. Cool. Keiner ist an mir vorbeigekommen. Verdammt, das brennt. Hör zu, die Railroad hat vorher nur Däumchen gedreht. Ah! Ach, du bist das Beste, das uns je passiert ist. Versprich mir, dass du sie befreist. Alle. Wie schlimm ist es? Dieses Mal gibt es kein Entkommen. Sollte da nicht eigentlich ein Licht kommen? Arme Sau. So, weißen Teller. Ist noch gar nicht Mittagszeit. Was? Eindringlinge! Ja, schleichen doch ein paar von den Verrückten rum hier. Wo ist die denn hin? Ich hab da hier zwei. Ach, hier. Gefunden. So, jetzt könnte ich eigentlich doch ein paar Minen gebrauchen.
Sehr schön. Oh, dein Kopf. So. Auch erledigt. Ich höre schon den ganzen Tag. Gatling Laser. Och, das Ding nehme ich mal mit jetzt. Das gucke ich mir mal an. So viel Zeit muss sein. Ach, Schaden 14. Komm, ablegen. Den können sie sich an Knie nageln. Ich halluziniere wohl. Was war das? Den er schneller ist. Steht das nicht durch? Kann nichts hören. Wenn du mit den Leichen fertig bist, können wir weitergehen. Ja, cool. Machen wir wenigstens mal einen Grund gehabt, warum wir so viel Munition sammeln. Hätten ruhig noch ein paar mehr sein können. Achso, hier, Desdemona. Desdemona! Du hast sie allesamt getötet. Und du stehst noch immer. Wenn man das doch nur auch von Glory sagen könnte. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Die Bruderschaft hat uns deutlich unterschätzt. Ihr nächster Angriff wird um einiges schlimmer werden. Also tun wir das, womit niemand rechnet. Wir eliminieren die Bedrohung der Bruderschaft jetzt. Und der Schlüssel dazu ist die Zerstörung ihrer fliegenden Festung, der Prydwen. Zum Glück haben wir einen Notfallplan hierfür. Tom, wir aktivieren Operation Roter Glanz. Was?
Aber für Roter Glanz brauchen wir einen Vertibird der Bruderschaft. Dann wird Ausputzer einen für dich besorgen. Was ist mit dem Institut? Das Institut ist nicht die direkte Bedrohung. Das ist die Bruderschaft. Darum brauchen wir diesen Vertibird. Ihr könnt auf mich zählen. Nach dem, was mit Glory passiert ist, brauchen wir dich mehr denn je. Danke, dass du für uns da bist. Die Bruderschaft hat die Polizeistation von Cambridge besetzt. Beobachter in der Nähe melden, dass dort so gut wie immer ein Vertibird auf dem Dach steht. Schnapp dir den. Und Tom, du begleitest ihn. Ich? Im Feld? Niemand sonst kann das verdammte Ding fliegen. Tu es für Glory. Abmarsch. Okay. Cool. Machen wir das schnell. Klauen wir uns ein Vertibird. Haha. Und ballern mal von da oben ein bisschen rum. Cool. Hab ich Bock drauf. So, letztens habe ich hier einen Pip-Boy gehabt. Der hat geleuchtet, das Display. Das nicht. Oh, guck mal, der ist ja schon gebraucht. Ganz dreckig. Okay, so, ich wäre dann soweit. Ja. Kochen, ich muss noch ein bisschen was kochen, fällt mir gerade ein. Eigentlich müsste man so eine Sightseeing-Tour durchs Ödland machen und ein bisschen Fleisch sammeln. Ey, was ist hier los? Meine... Sie hakt manchmal hier ein bisschen, das ist ja unglaublich. Oh, nicht schon... So, der nächste bitte. So, das nervt jetzt gerade ein bisschen. Also, PlayStation, die muss ich mal kurz erholen. Also, ich werde jetzt hier schnell mal nach Hause reisen. Das muss sein. Bisschen Schrott ablegen und die Powerrüstung reparieren und dort einsteigen. Weil, wenn ich jetzt hier Großoffensive gegen die stählerne Bruderschaft mache, dann brauche ich doch ein bisschen Schutz. Das heißt Powerrüstung. So, Mann, das dauert aber auch. So, geht jetzt hier alles mal ein bisschen flüssiger? Ja, sieht so aus. Das war eben gruselig. So, Müll abladen. Zack. Brauchen wir sonst noch was nicht? Wie zum Beispiel, wo habe ich denn die gesammelt? So, hier haben wir ein Gleisgewehr. Ui. Och, weißt du was? Dann mache ich mir mal ein Späßchen. Nicht Transfer. Herstellen. Gleisgewehr. Standardverschluss, automatischer, bringt das schon ein bisschen mehr, ja schon mal 120. So, verlängerter Lauf, Reichweite und Präzision, nehme ich. Rückstoßkolben nehme ich auch, so. Visier, Reflexvisier. Steht denn dann Minus? Müsste so eigentlich Gewicht ein Plus stehen.
Egal. Nehme ich nicht. So, aber... So, Gleisbolzenknarre, die nehme ich mal mit. Man braucht kein drittes Auge, um hey, Dogmeat, was ist mit dir los? Betonbaden? Dogmeat geht Betonbaden. Ist das ein Hund? So, Inventar, Waffen, was schmeißen wir raus? Ah, Mine. Ich benutze irgendwie keine Minen. Fragt mich nicht warum, aber... Ja, es kann auch raus, das Ding. So, die nehme ich mal mit, spaßenshalber. Die benutze ich eigentlich auch noch gar nicht mehr. Die schmeiße ich mal raus. So, das war's. Ich wollte eigentlich immer mal ein bisschen Psycho verwenden, aber... Ha! So. Okay, hier sind wir fertig. Gehen wir mal in unsere Laborstation. Herstellen. So. Ein paar lecker Drogen. Hier. Jet, was brauchen wir? Dünger. Und Plastik. Stellen wir ein paar Jet her. Kann man nicht auch irgendwie Ultrajets oder sowas? Psychojet. Plus 25 Schaden, plus 15 Schadensresistenz und für plus 40 maximale AP für 8 Minuten. Auch. Gucken wir mal. Plus 3 Ausdauer. Die Dinger sind eigentlich ganz cool. Jet Boost. Auch nicht schlecht. Kann ich aber nicht, weil mir fehlt Apotheker. Ultra Jet. So, komm, wir machen uns nochmal ein paar Jets hier. So reicht. Und wir machen uns okay, reicht mir erstmal. Kochstation, stellen wir jetzt eine Kochstation hier? Nö. Für einen Kampf bin ich wohl nicht mehr zu gebrauchen, aber so, herstellen. So. Die Kiste ist repariert. Einsteigen bitte. Na klar. Und was soll ich tragen? Also das mach nicht ich hier.
Polizeirevier. Wir müssen schnell mal hier hin, aber ey, warum reagiert denn? Die PlayStation reagiert im Moment sehr, sehr schlecht. Was ist los? Komisch. Was ist das? Drei Mutantenarme? Okay, so, dann klauen wir uns mal ein Vertibird. So, jetzt mache ich mir mal den Spaß und nehme mal das Gleisding. Waffen. Wo ist der? War da eben ein Zug? Hat sie angehört wie ein Zug. Jetzt habe ich ja die Nase voll von dem da. So, das Ding brate ich dir genau auf die Birne. So, erstmal kriegt Toni ein Stimpack. Brauche er nicht mehr, Gott sei Dank. Kontakt verloren. Sich zu verstecken. So, okay. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dich finde. Gehen wir rein. Speichern das Spiel. Und klauen uns die Vertibird. Ich hoffe, hier sind noch ein paar drin, die man umnieten kann. So, an der Stelle schnell mal speichern. Und ein Dankeschön an euch fürs Reinklicken. Für die Folge ist leider Feierabend. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Like gebt. Und ja, bis zur Folge 100. 55. Bis dahin, danke fürs Reinklicken. Tschüss, euer Olli.